Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, es ist zu laut. Ja, welcome to our Podcast Summer Vlog. Awesome. Dann müssen wir das mal im Kanon sagen. Ich Es ist zu laut, wir machen nochmal einen Flughafen, dann kriegt ihr nochmal unsere Kanon-Version. Was dort mit dem Lodge schon hat. Wir standen jetzt eine Stunde. Anderthalb. Anderthalb Stunden nur für die Sicherheitskontrolle. Für unseren Koffer haben wir ungefähr 10 Minuten gebraucht. Nicht mal. Frei. Jetzt sitzen wir hier und haben noch eine Stunde to go. Und dann geht der Hot Girl Summer Vlog richtig los. Rock'n'Roll, bitch. Und wir sind hier matching. Und wir haben beide ein Hemd. Ich hab's jetzt eben angezogen. Und beide eine Leinenhose. Beide Chunks. Ja. Ne? Wenn man zu zweit in Urlaub fährt, dann auch richtig. Auch richtig. So, das letzte Mal haben wir uns gemeldet, als wir im Flieger waren. Jetzt sitze ich hier auf dem Bettchen und zwar nicht in unserem Airbnb-Apartment, sondern in unserem Airbnb-Shared-Apartment. Das haben wir irgendwie überlesen oder nicht gesehen oder I don't know. Auf jeden Fall schläft hier jetzt noch so ein Typ mit uns in der Wohnung und irgendwie das Schloss an der Tür ist wirklich ein Witz. Und noch ein anderes Pärchen oder keine Ahnung, wer noch in der Wohnung ist. Auf jeden Fall haben wir uns das Airbnb ganz anders vorgestellt. Wir dachten, wir können hier alles so benutzen, wie wir es wollen. Das Bad ist es auch nicht so ganz. Es ist einfach nicht geil. Wir haben es einfach anders vorgestellt. Jetzt gucken wir nach anderen Hotels, weil wir denken jetzt so keinen Bock jetzt nochmal diesen Film zu haben, dass ein Airbnb irgendwie scheiße ist. Und es ist einfach nur nervig. Wir haben 11:30 und jetzt müssen wir uns noch darum kümmern und müssen jetzt noch in ein anderes Hotel und verlieren ein paar hundert Euro für so eine Scheiße. Unsere Laune ist im Keller. Es ist wirklich einfach nur nervig. Mann, und jetzt kriegen wir natürlich nicht alles vom Airbnb wieder, was ja ganz klar ist, weil der bucht das ja jetzt nicht noch irgendwie anders voll. Also, we keep you updated. Wir wollten eigentlich nämlich auch so richtig geil kochen und alles, aber die Airbnbs, die hier in der Nähe sind, die sind unbezahlbar und auch dafür wahrscheinlich halt einfach nicht so geil. Und deshalb dachten wir, nehmen wir jetzt einfach ein Hotel, weil wir haben keinen Bock mehr auf diesen Firlefanz und wollen jetzt einfach ein hygienisches Zimmer für uns alleine. Und ja, so will man den Urlaub einfach nicht starten. Ich müde aus. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben uns jetzt entschieden, diese Nacht hier zu pennen und haben uns, weil es war gestern dann, bis wir uns mal irgendwie berappelt haben, dann 12:30, wir dachten uns jetzt noch, losziehen ist irgendwie ein bisschen fail. Deshalb haben wir jetzt eine Nacht hier geschlafen, aber es war so krass laut, so krass heiß. Die Klimaanlage war kaputt, der Ventilator hat Geräusche gemacht wie ein Scheunendrescher. Und sich auf dem Bett umgedreht hat. Dann war es wie ein LKW. Jetzt haben wir uns aber ein Hotel gebucht, einen Kilometer von hier entfernt und packen jetzt unsere Sachen und fahren dahin. Und dann haben wir Hotelurlaub. Wir dachten eigentlich, wir haben hier Airbnb-Urlaub, wo wir unsere geilen Gerichte kochen können in der Küche und so. Aber das wäre hier eh gar nicht gegangen, weil der Typ ist ja die ganze Zeit zu Hause. Für 2 Stunden die Küche blockieren geht dann natürlich nicht. Ah, ich kann hier einmal das geile Zimmer zeigen. Also man kommt hier rein. Da ist auch schon das Bett. Also wie kann ich hier nicht zeigen? Ich habe meinen Koffer in den Kleiderschrank gelegt, weil hier sonst kein Platz ist. Dann ist das hier der Balkon. Eigentlich ist es total süß, wie es hier aussieht mit den Straßen und alles, aber es ist leider sehr, sehr laut. Soll ich jetzt mal den Briefen machen? Im Airbnb very großzügig. Von 700 Euro kriegen wir nicht mal 200 Euro wieder. Thanks for that. Ja, wir sind gleich alles auf einmal. Doppelter Preis. Eigentlich immer gesagt, wir wollen wenig Geld für die Unterkunft ausgeben, damit wir viel Geld in Barcelona ausgeben können. Ja. Doppelter Preis. Wie Geld für Unterkunft, wie Geld für Barcelona. Manchmal so ist es. Kommt nicht. Aber egal, man lebt nur einmal und das Geld ist zum Ausgeben da. So machen wir das jetzt auch. Weil ändern können wir es nicht mehr. Nee. That's our life. Wir sind fertig, als wäre nie was gewesen. Tun unsere Sachen ins Hotel und leben ein Good Life. Jetzt hätten wir 50 Euro für die Schnäppchenjäger. So sieht's eben aus. Oh, Rise and Shine. Angefangen in Masern bei Pillow. Unser neues Hotel. Sieht aber schon mal besser aus. Dann nehme ich schon mal auf. So. Gepäck ist abgegeben. Also jetzt kann der Hot Girl Summer starten. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Mercado und holen uns jetzt ein bisschen leckeres Frühstück. Da wird jetzt erstmal geschmaust. Wir haben mega Hunger, haben ungefähr schon 12 Bäckereien gesehen, wo wir einfach nur rein wollten. Das Wasser im Mund gelaufen. Deshalb jetzt wird geschmaust. Bisschen Fleisch. Fleisch. Ja, ein bisschen Salami. Marys Lieblingswort ist lecky. Lecky, 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 lecky.
Jetzt ist schon mal gekocht. Lecky. Jetzt gibt's noch einen Saft und irgendwas in ihr weg. In ihr weg? Ah, jetzt. Ah. Jetzt ist scharf. Jetzt bist du saurappenscharf. Wie breche ich den Bums ab? Uns hat nur ein Gebäck angemacht irgendwie und das ist Beef and Potato. Das wurde auch warm gemacht. Bisschen drisch. Was heißt das denn? Kochen. So, jetzt gibt's nochmal einen neuen Juice to go und Test yes. Lecker. Geben wir, weil wir haben ja so viele Bäckereien gesehen. Hier hat uns nicht so krass was angesprochen. Live-Test again. Ja, was ist da drin? Einfach Schokolade. Hat einfach Schokolade oben drüber, ne? Obwohl drin sieht's geil aus. Nice. Du musst jetzt nicht alle, wenn du nicht alle direkt willst. So, Mami zeigt meine Sachen. Ja, war ein bisschen übertrieben. Was haben wir denn jetzt gekauft? Sieht man das hier noch? Nee. Wir machen heute Abend einen Vlog, Haul. Ein kleiner Snack zwischendurch, wir können uns nicht entscheiden. Tex-Mex, was ist das denn? Paprika und Cheese? Kecho. Auch ein bisschen Alibi dann, die Frucht dazu, ne? Ah ja. Dann. Ah. Gusto formaggio. Erstmal plündern. Oh, so ein Marshmallow-Ding. Ja, wir sind unterm Hotel angekommen. Da bin ich. Oh. Ja, so kann man doch leben. Ich sehe mittlerweile auch ein bisschen durch aus. Ne? Oh, meine Füße tun so weh. So lässt es sich leben. Leute, ich sag's euch. Jetzt machen wir uns fertig. Und schön etwas länger, glaube ich. Und dann gehen wir schön Tapas essen. Bestes Gefühl. Schuhe aus. 15.000 Schritte haben wir gemacht, 15 ne? 15 Millionen. Nein, mindestens. Juli ist ein bisschen langsamer, glaube ich, so ja, die 15.000, aber ich habe mit 15 Millionen gemacht. Bügeln ist, glaube ich, nichts heute. Das läuft hier nicht so richtig gut. Schade, Schokolade. Ich wollte meinen Rock bügeln. Ach man. So kann ich damit doch nicht raus, Leute. Can you see me? Yes! Scheiße, ich kann nicht weiter zurück. Also ein kurzer Haul. Das war das eine Top, was ich heute gekauft habe. Und ein schönes Party-Top. Dann habe ich dieses T-Shirt gekauft. Das ist einfach XS und das ist mir immer huge. Und das ist von hinten so. Fand ich sehr cute. Dann noch diese wunderschöne Buchs. Die habe ich mir sehr schön vor. Hatte ich so zusammen an. Wunderschön. Alles von Pull & Bear. Oh, da sieht man meinen Cut noch. Ich habe in der noch was auf die Fresse gekriegt. Also. Nicht bei einem Kampf. Da hätte ich natürlich gewonnen, da hätte ich gar keinen Cut. Aber nee, da ist mir so ein Brett auf die Nase gefallen und deshalb habe ich da jetzt so einen Cut. Ich fühle mich, als würde ich irgendwie zum Ballermann gehen. Das ist Clarys Outfit. Bisschen more casual. Bisschen more casual. Ich habe eigentlich das gleiche auch in schwarz. Should I or should I not? Should I stay or should I go? Ich habe mich nochmal umgezogen, damit wir matchen. Because we are twins this trip. Hot Girl Summer. Hot Girl Twin Summer. Wir haben wieder die gleichen Schuhe. Aber eigentlich wäre es anders. Ey, wir sind Matchy. Wir gehen jetzt Tapas essen. Und dann Sangria trinken. Und dann. Also, wir sind die Hüfte wackeln, ne? Ey. Okay. Kurzer Boxenstopp. Wer kennt? Wir fragen jetzt nach einem Touri-Foto. Jetzt wird's peinlich, Leute. Jetzt wird's. Ich hätte es fast vergessen. Hier wird gefuttert. Ich habe Nudeln mit Lachs und Sahnesoße. Hier sind Patatas Bravas, da ist eine Empanada. Wie heißen die Dinger? Pimiento de Patron. Argentinisches Sandwich. Weil wir sind in Argentinien. Lecky. Mal schauen, was wir hier haben. Zeig mal, was wir haben. Wir haben hier Empanada. Yes. Ist gut? Auf einer Skala von 1 bis 10? Schon eine 7. Eine 7. Hör mal. Solide 7. Sehr gut. Wir waren jetzt in einer Bar und irgendwie hat es sich vom Hocker gehauen. Jetzt wollte ich irgendwo anders hin und dann war so,
Hotels, so wie du warst. Und es ist so ein bisschen so wie in Köln die Ringe. Ja, eigentlich müssten wir deshalb betrunkener sein, wenn wir jetzt auch in den Club gehen, weil es ist schon 12. Wir haben so einen Wein getrunken, deshalb haben wir uns jetzt... Und Eintritt 25 Euro. Der und dann nochmal einen Weg und irgendwie haben wir jetzt heute noch keine Leute kennengelernt, mit denen wir dann cool feiern würden. Nur richtig komische Ja, gerade haben wir uns einfach nur so richtige Weirdos angesprochen und die... Der eine wollte gerade, der Nette von beiden, wollte gerade so Shots von in der Bar und der andere hat uns wirklich einfach in die Grübchen gepackt oder ja, eingekasselt oder so. Also ganz. Und man hat sie auch nicht verstanden, weil der Akzent so krank war. Ja, der war ein Ire und der... Das war auch kein normaler Ire, ich sag's dir. Nee, wir haben, also, naja. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Abend so zu lassen, wie er ist. Wir haben Weinchen getrunken und mal, ja. Und jetzt ein Lecky Eis. Ich glaube, Lottchen ist wieder am Start. Ey, noch halbe Stunden. Kann nicht mehr zu viel zu heiß. Also eigentlich war wieder on point. Unser Bus kommt um 7:25 Uhr nach Valencia. Jetzt sind wir zu dritt. Ab jetzt gibt es uns nochmal einen Dreierpack. Das ist doch eigentlich, wenn man sich verliert.